Hallo Freunde der Clan-Gefechte. Mit diesem Format möchte ich euch ausgewählte Gefechte des Clans Fuso zeigen. Vergesst nicht, wir sind ein Fun-Clan. Es gibt keine Aufnahmebedingungen und keine Taktikversprechen und kein spezielles Training. Jeder, den es dennoch interessiert, der wird auch unterhalten werden. Viel Spaß beim Zusehen. Wir sind die Altherrenmannschaft. Wir sind ja, ich weiß schon, warum du das machst. Du machst das, damit die guten Clans die Punkt 19 Uhr einwählen, alle schon weg sind, und wir bekommen jetzt die zweite Garde. Genau, sieht das aus. Hashtag das ist praktisch gut. Boah, danke, FS. Warum denkt da niemand nach? So, was machen wir? Adam, zeig an. Wir töten alle. Erich Adam ist unser Kommandant, auch wenn er das nicht will. Ja, wir folgen allen seinen Befehlen. Soll ich gleich A einnehmen? Ja. Wenn ich schon gleich da in der Nähe bin. Andrzej holt A. Und der Erich kann auch mit A. Lass mal zwei Schiffe nach A schicken. Der Rest C. Ei. Befiehl Smoke, wenn ihr ihn braucht. Ja, du kannst ihm schon vorher zünden. Da eine Linie ziehen, weißt du? Damit braucht. Sie nichts. Bot C quasi irgendwo hier in der Linie machen. Ist so. Gut. Dann fahr auf die kleine Insel in H5. Ja, die müssen wir normalerweise packen. Die haben zwei geliehene Shimas, eine Sao. Oder zwei geliehene Saos. Wer ist das? MLW? Soll ich mal gucken? Nein, scheiß drauf. Du bist so eine Stats-Hure geworden, seit wir Lass ihn doch gucken, was so interessant. Mal zu wissen, was wir hier so. Ja, aber das nutzt uns nicht, den Clan-Durchschnitt. Da nimmt man einen auf, der 10% Winrate hat und dann ist alles für den Arsch. Du musst die Leute kontrollieren, die mitfahren. Ja, das kontrolliere ich doch. Echt? Okay. Stats-Hure. MLW sagt mir zumindest nichts, also kenne ich nicht wirklich. Habe ich noch nie gesehen, einen MLW-Spieler auf Server. Da angezeigt. Wird wahrscheinlich die Khabarovsk sein, weil sie ziemlich zackig unterwegs ist. Wobei die Map ist so hell. Das ist eine Sonnenbrille auf. Ja, ich habe die Karte auf komplett durchsichtig geschaltet. Und das nicht in allen Bereichen ist das praktikabel. Nur ein bisschen durchsichtig. Nicht, dass plötzlich ein Zerstörer hinter der Karte vorkommt. Weil ich der schlaue Kapitän bin. Ja, ich brauche 21 zu 9044p, 75 Hertz Monitor. Andreas, und die Smoke? Vielen Dank, dass du mich daran erinnerst. Ja. Das macht ein guter Admiral. Siehst du, je weniger ich denken muss, desto besser. Oh, ich schaue, fahren wir Richtung B um? Oder? Admiral? Ich gucke mal. Ich denke mal, da wird ja, wahrscheinlich die Kaba sein. Vielleicht auch eine Sao. Man weiß es nicht. Wir sind da nicht alle zu. Da. Offen bei uns ist eine Sao. Ich bin offen. Dann folge mir, Erich. Ja. Ist was in D, André? Wenn es in die Hose geht, dann geht es in die Hose. Ja, da ist eine Sau. Musst du jetzt sagen, wie ein Radar baust. Ja, ja, Khabarovsk, aber ich nehme noch ein. Also alles du bist ein bisschen weit weg für den Radar. Deswegen. Aber wenn es die Kaba ist hier bei B, dann werde ich sie genauso schnell aufbekommen, wie sie mich wahrscheinlich. Also hat er einen Kanonenbereich. Ich habe noch zwei Shimas da. Ja, bei der Sau, die Torpedowerfer zerstört. Oh, eine Moskwa. Mit der lege ich mich nicht an. Aber wenn die Moskwa alleine hier ist, die drei dabei, da unten. Wenn ihr da nebeneinander sind, ist es blöd. Ja, ich bin aufgefahren. Wollte eigentlich durchfahren. Ja, passt auf, wir haben erst zwei Schiffe gesehen. Das heißt, das Groß kann auch bei euch oben sein. Sieht nämlich müssen wir die jetzt aber rauspushen, die beiden. Wir gleich sehen. Das werden wir gleich sehen, Freunde der Nacht. Adam, soll ich vorfahren? Ja, ich behalte die Sau mal. Ja, ja, fahr mal. Ich muss die Torpedos scouten, ne? Ich mach mal Hydro an, Adam. Die Sau ist hier bei uns. Hab ich doch gesagt, die Sau ist und hier. Noch wer hat gesagt, dass die Sau bei euch ist? Das ist ja, bei uns zwei Saus. Wir haben gesagt, die Sau ist bei uns. Ja, die Cover. Ja, die geht auf 9,7 auf. Ich glaube, das restliche Team muss bei euch oben sein, außer die ploppen hinter der Insel. Ja, ja, ja. Dazu passt auf, da oben ja zwei. Erich, ja, schau, dass du hinter das die definitiv Insel noch ein DD verpissen kannst. Ja, die Schima bin jetzt dann offen. Erich, ich bin jetzt offen, ja. Fahr Richtung zu dir. Du bist 5 Kilometer von mir entfernt, also Radar lohnt noch nicht.
Ja. DD macht mich gerade auf, kein Radar. Also. Vorne, wenn, dann müsst ihr da unten Gas geben, gell? Ja. Was sind die Torpedos? Also, Shima haben wir schon mal hier, definitiv. Wie kein Schwein die Kaba trifft. Oh Gott, Insel. Ja, dann lass mal zu B fahren, oder? Ja. Definitiv, ja. Also B werden wir später ankommen. Und wir kommen bei B genauso spät an wie bei A. Naja, aber das Team gegen die fährt nach A. Also entweder versuchen wir es in den Schwanz zu beißen, oder wir fahren ihm so, Schaki, trage rechts ab, gell? Genau, Erich. Fahr zurück, ja. Erich, fahr zurück. Rückwärts ja. Lang. Volle Kanne. Ja, aber die werden Richtung A fahren, müssen es auf jeden Fall Breitseite zeigen, wenn es der Schaki offen hält. Ja, wir können sich hier abfangen, ne? Wenn sie genau. Hier durchfahren. Das Problem ist, ich kann die Shima halt nicht spotten. Das stimmt, ich bin unterwegs. Ich komm schon hoch. Hallo Bär. Mit dem Rest vom Team natürlich. Nee, nicht so. Wo ist denn Erich? Soll ich euch eine Smoke-Line hier ziehen? Hinten weg. Nee, nicht drehen, einfach Rückwärtsgang rein und weg. Einfach nur rückwärts fahren müssen, hättest du eigentlich nur. Ja, es passt schon. Da vorne ist die Shima. EPS, dein Hydro ist aus, oder? Ja, ist aus. Dann schalte ich an. Weil siehst du, jetzt hättest du auf die Shima schließen können, Erich. Jetzt kannst du nicht auf die Shima schließen. Aber ist doch gut so, ansonsten würde der breitseitig zu uns, Shima Torpedos stehen. Erich, Radar? Ja. Vorsicht, Torpedos. Muss reindrehen in die Torpedos. Reindrehen, nicht rausdrehen. Ja. Der Erich ist raus. Komm ihr entgegen. Wenn du sie jagst, komm ich ihr entgegen. Ich jag sie. Ich lasse die andere Shima erstmal versauern sein. Da schieße ich noch auf da sie. Ist sie. Wollen wir das generell so machen, anstatt die beiden fliehenden Schiffe da zu verfolgen? Ja, ich verfolge die nicht direkt. Nur ich kann nicht breitzeitig das versauern zeigen. Ich baller die mich mit AP raus. Achso, ja. Was dran. Wenn die Sau tot ist, dann kann ich ja eindrehen und rüberfahren. Ich könnte jetzt einen Torpedo verpassen. Die Shima hat gerade erst geworfen, die hier vorne ist. Oh, ich will wieder in den Smoke rein. Kann meine Arsch lecken, kann sie. Sehr gut. Also, sauber, Schaki. Weißt du, schieße ich 15.056 Schaden auf die Shima und die Gearing snackt ab. Gut gemacht, Schaki. Oh, ich habe irgendwas getötet. Eine Sau. Das ist gut, ich hab's rausgetrieben. Ja, das stimmt. Gut gemacht, Schaki. Da kommt gleich die nächste Shima. Ja, ich weiß. Leute, kommt mal zu A. Ja. Ja. Ich kann jetzt auf mich schießen. Niederbayer, pass auf, dass BB kommt gleich durch den. Ja, komm raus, ja, Schalke. Lass A. Ja, ich komm. Fährst du weiter, dann torp ich hier hoch für die Moskva. Adam, der Kurve kommt gleich rum. Also. Ja, ich sehe ihn schon. Pass auf, ich habe hier den Smoke gelegt für die Shima-Torpedo. Die hat auch schön reingetorbt. Also, die zweite Shima ist raus. Sehr gut. Der Kurve hat gelöscht, zündet ihm an. Hinterm Berg noch. Nein. Okay. Ich bin Secondary Reifweite bei ihm, das ist scheiße. Also du schießt, wenn du aufhörst zu schießen, genau, darfst du zurück. Ja, ich schieße jetzt mal nicht, ganz gut. In A ist jetzt nur noch die Moskva und die Sau dann, gell? Jo. Ja. Lacker, sagt Cromack. Das ist Skill. Bereit entweder. Das ist Skill. Brenn zweimal. André, kannst du ein bisschen weiter nach vorne fahren? Ja. Also ein bisschen nerven die Kurve, ist wahr? Aber da ist halt die Moskva, das ist die einzige Radarschiff. Du treibst dich jetzt dahin. Komm ja mit dir. Aber ich muss die Torpedos sehen. Es sind keine Torpedos mehr. Es gibt keine Torpedos mehr. Nur noch 6 Kilometer Torpedos nach Khabarovsk. Also einfach Vollgas fahren. Ja, gut, dann komm ich rein. David begleitet dich. Ja. Sobald ihr den Smoke passiert habt und David Radar zündet, geht die Moskva auf.
Denke auch, ja. Soll ich nach B fahren? Bin schon oder? Offen. Da ist die Moskwa. Eine Moskwa. Ich zünd mal da, ne? Nee, ja, brauchst du nicht. Ich mach die jetzt auch. Zu spät. Oh. Jungs, ich fahr nach B, oder? Ja, ja, da ist halt die andere Kaba. Aber ich bin ein bisschen angefickt. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber ich werde sie runterschießen vielleicht. Die ganze Leitung ist zu langsam. Da kommt gerade keine zweite Runde. Keine zweite Gruppe zustande, der Genasi. Okay, das ist bitter. Ein zweites Team. Warum ist die Leitung zu langsam? Sonst geht's auch. Ja, sonst geht's echt auch. Also die Sau kriege ich gleich von der Seite. Ja, die Sau frisst doch offenbar die Torpedos. Hat halt Internetprobleme, ne? Kommt sie durch, die Bitch? Ja, die kommt durch. Hat die Sau Flutung? Nee, nee, sie brennt nur. Die Sau ist ja, gut. Dann ist die Moskwa. Ja, ich schieße auch drauf. Das ist sehr lächerlich, wenn man das. Kannst du ja auch auf mich schießen. Wow, die Sekundäre hat mich angezündet von der. Okay. Sollen wir dir helfen, Sharky, oder? Ja, wenn ihr mit drauf schießen könnt, immer. Ja, das war's. Was. Hat einen Ping von über 300. XPS kommt, siehst du? XPS kommt. GMK kommt auch gleich übrigens. Also. Gibt das immer noch? Shimakaze 17.000 Schaden gemacht. Was? Ja, 17.000 auf die Shimakaze. Das ist die zweite gewesen. 13.000 auf den Kuhfürst, 11.000 auf die Kabarovsk. Ich finde das frech, das ist egal, was ich mache, ich stehe immer ganz unten. Das ist doch Unsinn. Nicht würdig. Das. Wahnsinn. Naja, den ersten Smoke hast du ja verkackt. Ja, deswegen. So, ja. Das hat Adam sich aufgeschrieben und darum stehst du unten.